Oh, shit. Wie kann man als erwachsener Mann noch mit Teddybären spielen? Aber wir anscheinend ja auch. Sonst würden wir sie nicht einsammeln. Da liegt ein Pfund Hackfleisch auf dem Fußboden. Doch leider hängt kein haariges Knäuel, Fellknäuel an der Wand. Scheiße, 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 weg, 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 weg. Ich bin nicht da, ich bin... Uah. Alter Schwede. Der Typ ist uns wirklich auf den Fersen. Also wer da jetzt noch dran gezweifelt hat, wurde jetzt eines Besseren belehrt. Es kann natürlich sein, dass ich hier auch gerade immer die gleichen Gänge erneut abgehe. Aber ganz ehrlich, sich das jetzt hier zu merken, wo man war und wo nicht, wenn einem so ein Typ hinterher schleicht, ist a little bit schwierig. Boah, und vor allem weiß man irgendwann gar nicht mehr. Boah, war man bei dem Versuch schon dort oder beim anderen? Bitte jetzt gerade keine Schockeffekte, meine Nase hat gerade gejuckt. Und ich musste gerade eine Grimasse schneiden, um nicht niesen zu müssen. Ich dachte, das wäre eine wertvolle Information von euch, die ihr unbedingt wissen wolltet. Wo waren wir jetzt gewesen und wo nicht? Und wo wollen wir besser erst gar nicht hingehen? Das sind all die Fragen. Scheiße, bekommen wir da jemals eine Antwort drauf? Nein. Fuck. I'm coming for you. Ich seh's. Das Blöde ist, dass wir natürlich wirklich überhaupt nicht großartig, schnell laufen können. Also ich versuche jetzt auch hier nicht schnell zu laufen, damit wir uns das aufsparen können. Wenn uns der Slenderman im Nacken hängt. Hier waren wir schon gewesen und haben einen Teddybären mitgenommen. Wir haben ihn entführt. Nennen wir ihn Ted. Wo kommen wir hier hin? Viele Räume, viele Möglichkeiten, dem Slenderman zu begegnen. Hier hängt wieder ein weiterer Teddy. Oh shit. Die Glocken läuten. Schlägt uns jetzt das letzte Stündchen? Oder werden wir eventuell weitere Teddybären einsammeln können? Sehe ich da nicht einen Teddy? Hier waren wir vorhin auch gewesen. Da ist der Kopf. Wir haben 4 Teddys. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. War hier nicht die Sackgasse gewesen? Da hinten war er. Da hinten war er. Okay, da ist einer aufgespießt. Scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, das war die Sackgasse gewesen. Und da hing aber jetzt kein Teddy. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich eine Sackgasse war. Scheiße, da hinten ist er. Außer Sichtweite gehen, außer Sichtweite gehen. Oh, fuck, der Typ ist sauer. Der ist sowas von stinksauer auf uns. Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal hier den Gang entlang. Scheiße, da hinten ist er, da hinten ist er. Wir müssen aus seinem Sichtfeld gehen, vermute ich jetzt mal. Und nebenbei... Hilfe! Nebenbei können wir aus seinem Sichtfeld abhauen. Da liegt wieder der Arm. Ich glaube... Das war ganz gut, dass wir jetzt gerade richtig die Beine in der Hand genommen haben. Oh, fuck. Wir haben 6 von 8. Wir haben 6 von 8. Dabei sind wir letztes Mal gestorben. Da stand er hinter uns in der Sackgasse. In der Sackgasse. Da ist er wieder. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier.
Ich kann nicht mehr schnell laufen, ich kann nicht mehr schnell laufen. Wir dürfen nicht in eine Sackgasse geraten. Oh, der kann überall sein. Der ist stinksauer. Wir haben 6 von 8 Teddybären. Mehr hatten wir bis jetzt noch nicht gehabt. Wir müssen gucken, dass wir immer noch Fluchtwege haben. Wir dürfen auf keinen Fall irgendwo hingehen, wo wir nicht wieder rauskommen. Oh shit, als wenn ich gerade wieder geschubst worden wäre. Hoffentlich geraten wir hier in keine Sackgasse. Da ist der aufgespitzte Typ. Scheiße! Fuck, 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 fuck. Scheiße. Ja, wir konnten leider nichts machen. Okay, einen Versuch machen wir noch. Wenn der hinter einem steht, man hat keine Chance mehr wegzukommen. Eieieiei. Ist das überhaupt möglich, alle einzusammeln? Oder schafft man es nicht? Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Okay. Und erneut werden wir in die Höhle des Löwen gehen und vielleicht gehen wir diesmal nochmal in den Außenbereich hinein. Dass wir uns das Ganze draußen noch einmal ansehen. Ist der Tod eine Erlösung? Kann der Tod die Erlösung sein? Ich glaube nicht. Und im Grunde genommen möchte ich auch noch etwas leben. Jetzt schauen wir uns noch mal hier draußen ein wenig um. Damit wir das einfach auch mal alles gesehen haben. Da drin waren wir jetzt doch schon eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen. Keep out steht dort hinten auf dem Schild. Hier sind Stimmen zu hören. Und... Aber dadurch ist es ein Tacken heller geworden. Der Slenderman ist hier gerade nicht zu sehen, aber wir haben hier einen Teddybären, den wir uns einfach mal einsacken können. Macht es vielleicht Sinn, ab und an die Wege über diesen Außenbereich abzukürzen? Da hinten steht der Slenderman. Ich weiß nicht, ob das schlimmer wird, wenn wir den ansehen. Ich glaube schon. Wir sollten ihn vielleicht besser nicht ansehen. Das könnte ihn provozieren und wir laufen lieber nochmal einen kleinen Tacken schneller. Und provozieren wäre mit Sicherheit das Unklarste, was wir machen können. Einen Slenderman zu provozieren. Eine lange Gasse und das ist nie gut. Denn hier haben wir kaum Rückzugsmöglichkeiten. Und wir sind schon wieder dabei, seine Teddys zu dezimieren. Was hängt er sie hier auch auf? Und was steht er da so rum? Ist der eigentlich... Man weiß es nicht. Ich will mich auch nicht wirklich so viel umdrehen. Aber er ist... Aha, also das ist wahrscheinlich alles so zufallsgeneriert. Ob der jetzt bei uns in der Nähe steht oder nicht. Er ist nämlich ja nicht den Gang gefolgt. Ne? Vielleicht sollten wir jetzt gerade mal einen Gang schneller gehen. Gang gefolgt, Gang schneller gehen. So viele Gänge.
So wenig Zimmer. Oh. Ich glaube, vor allem ist auch wirklich sehr wichtig, dass wir immer in Bewegung bleiben. Oh, help. Ich glaube, wir können hier niemand anders helfen. Scheiße, was machen wir jetzt? Da ist wieder der Teddy. Kann man den überhaupt bekommen? Da ist er. Wir haben keine Chance hier. Wir haben dort keine Chance herauszukommen. Wir haben immer wieder diese Sackgasse. Immer wieder diese Sackgasse vor Augen. Okay, das ging ja jetzt noch relativ schnell. Dann würde ich sagen, eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Und hören uns noch einmal diesen netten Gesang an. Von dieser sympathischen Stimme. Ja, die uns eigentlich auch in den Schlaf singen könnte. Hier bei Slendermans Shadow Elementary. Und wir warten, während die Daten geladen werden. Und nun komm. Lustig, ja? Das findet wohl noch jemand lustig, während wir hier gejagt werden. Und ich kann es mir einfach nicht merken, wo diese verdammte Sackgasse ist. Irgendwie kann ich mir das nie merken, weil ganz ehrlich, normalerweise, also wenn man wirklich, glaube ich, alle Teddybären einsammeln möchte und irgendwie noch so positiv ist, das wirklich zu denken, dass man es schaffen könnte, sollte man wahrscheinlich wirklich in dieser Sackgasse anfangen. Da ist ja ein Teddy, den sammle ich aber mit Absicht nicht ein. Shit, wir sind hier wieder in dem Raum mit der abgehackten Hand. Okay, wir gehen hierher. Ich möchte diese Sackgasse finden. Und ich habe das Gefühl, dass sie doch hier irgendwo gewesen ist. Sie muss doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist wieder ein Teddybär. Oh, oh, oh. Ich kann natürlich jetzt nur auf gut Glück hier durch die Gassen schlendern, durch die Flure schlendern, in der Hoffnung, diese Sackgasse zu finden. Da ist die aufgespießte Person. War die Sackgasse hier? Jawohl, wir haben die Sackgasse gefunden. Und wir haben diesmal diesen Teddybären als allerersten. Sollte der Slenderman uns jetzt hier schnappen, wissen wir, dass dieser Teddybär definitiv nicht zu holen ist. Ich bin jetzt extra schnell gelaufen und ich hoffe, dass er nicht neben uns steht gleich. Denn auch das ist alles Sackgasse noch. Gut, wir haben den Teddybären aus der Sackgasse. Da hinten steht der Slenderman. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt trotzdem gleich von ihm geschnappt werden, aber vom Logischen her gesehen würde ich sagen, sind unsere Chancen, jetzt alle Teddybären zu bekommen, natürlich wesentlich höher als wie vorher, da wir schon zweimal oder dreimal in dieser Sackgasse geschnappt worden sind vom Slenderman. Scheiße. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob es zwei oder dreimal schon war.
Ich würde sagen, wir gehen mal eben kurz hier raus. Der Slenderman scheint gerade nicht gut gelaunt zu sein. Obwohl wir ihm ja noch gar nicht so viele Teddybären abgenommen haben. Aber das machen wir ja jetzt weiter. Oh, 3 von 8 Teddybären. Und einen stinksauren Slenderman. Und wir hören wieder die Stimmen. Sind das die Stimmen der ehemaligen Schüler und Lehrer? Und was für ein Schicksal blühte ihnen? Was ist mit ihnen passiert? Wir wissen eins, dass der Slenderman uns auf den Fersen ist. Nun schauen wir hier nochmal nach. Da ist ein weiterer Teddybär. Wir haben nun 4 von 8 Teddybären und da ist der Slenderman. Er findet es nicht witzig, dass wir ihm einen Teddybär nach dem anderen wegnehmen. Das alte Spiel des Slendermans. Da ist noch ein Teddybär. Oh mein Gott, wir haben 5 von 8 Teddybären. Ich traue mich nirgendwo mehr hierher zu gehen. Er könnte überall sein. Er könnte überall sein und wir dürfen in keine Sackgasse geraten. Hier geht's weiter. Da haben wir anscheinend schon einen Teddybären weggenommen. Oh shit. Schlimm ist das, wenn der dann auf einmal um die Ecke steht. Oh, oh, oh. Ob wir die Gebäudeseite wechseln sollten? Ich weiß es nicht. Boah, ich möchte mich ungern hier einfärchen lassen. Aber gerade auf dem großen Flur sind wir natürlich auch ganz schön. Kann man nun ziemlich gut sehen. Oh mein Gott, da ist noch ein Teddybär. Oh, und dieser Teddybär macht uns das Leben schwer. Wir sind wieder bei 6 von 8. Oh, wir rennen mal lieber ganz... Nein, nein. Scheiße. Es ist nicht zu schaffen. Bei 6 von 8 Teddybären macht er Schluss mit uns. Es ist nicht zu packen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt Feier mit der Serie. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Einblick davon verschaffen. Und wie gesagt, das ist eine kleine Serie und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Teil wiedersehen von Slenderman Shadow. Dies war, wie gesagt, jetzt Elementary und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, tschüss!